Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Ja, wir sind wieder im Knochental. Ich habe jetzt die letzten paar Tage intensiv festgemacht, wie ihr sehen könnt. Ich gebe mal kurz SO ein. Ich habe ein paar Sommerfestmünzen gesammelt. Ich bin inzwischen auch bei 80 Season-Scharmützelmünzen. Das heißt, ich mache 20 hier am Tag. Und dafür werden wir uns am Ende der Folge noch ein paar Sachen am Festbaum holen. So, aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Wir haben ja hier noch drei Aufgaben offen gehabt und ich habe gerade was im Hintergrund gehört. Nicht trauen. Was eigentlich nicht hätte sein dürfen, nämlich wieder das berühmte Bing. Und das sagt mir wieder, dass ich schon wieder was im Hintergrund auf hatte. So, jetzt geht's hier aber weiter. Diese Dinge lauern in den Schatten. Ich fürchte, dass Wölfe unsere geringste Sorge sein werden. Drei weitere Aufgaben kriegen wir hier. Vernichtet. Ich bete zum Urquirot, dass wir nicht die Nächsten sein. Gucken wir uns mal das Gebiet an. Also wir müssen hier im Knochental allgemein Sachen sammeln. Dann Boten und Standarten. Wir sind ja hier auch noch im Knochental. Artefakte aufspüren. Und ansonsten jagen wir erstmal Unholde. Die übrigens brauchen wir. Fürs Buch der Taten. Ihr kennt mich ja. Was du heute kannst erledigen, verschiebe auf keinen Fall bis nach morgen. Deswegen geht es jetzt erstmal hier weiter. Und ich muss hier ein bisschen gucken. Wir müssen auf diesen Hügel hier hoch. Und vor allen Dingen, hier wimmelt es ja wieder von Untoten. Das ist ja echt eine Katastrophe. Aber da haben wir schon mal jemanden, der noch lebt, nämlich ein Duvoriat, beziehungsweise ein Dunländer, der uns nicht freundlich gesonnen ist. Und da haben wir ja auch schon die erste Stufe erreicht. Wir haben schon die ersten 100 Dunländer erschlagen. Das heißt, wir brauchen nur noch 200. Ihr seht das Problem, aus 100 macht 200. Und ihr seht hier überall auch diese ekligen kleinen Banner rumlaufen. Diesbezüglich will ich da mal gleich gucken, dass ich die Banner wegkriege. Weil ich finde, die sehen einfach nicht aus. Vor allen Dingen, wir sind ja hier nicht irgendwie, oh Gott, wie heißt jetzt das Survival-Spiel? Ich glaube, Rust. Oder? Nee, Rust war das nicht. Ist ja auch immer auch egal. Auf jeden Fall mag ich keine Banner, wo Schädel und so dranhängen. Das sieht einfach nicht aus. Also ich würde sagen, der Blitzsturm ist auf jeden Fall kräftiger geworden. Also ich mache mit dem auf jeden Fall mehr Schaden als geplant. So, das heißt, hier vorne müsste irgendwo noch der letzte Kerl rumhantieren. Aber hier haben wir erstmal wieder eine Truhe mit Bändern. Und ihr wisst es ja, die werden eingesackt. Und, ja, ich sehe es gerade wieder aus dem Augenwinkel. Ich bin hier wieder mitten im Festwahn. Den Schildkrötenstein rausnehmen. Da ist er. Den letzten, den wir brauchen. HP hat der und Edmi macht mit ihm wahrscheinlich gleich kurzen Prozess. Jo, das waren jetzt schon wieder die nächsten Aufgaben hier. Ich weiß, ich schwenke meine Kamera wieder ein bisschen schnell hin und her, aber das tut mir teilweise leid. Noch so ein paar Angewohnheiten aus der Division, wenn ich das mal wieder ab und zu mal am Spielen bin. Aber da kommen wir zum anderen Zeitpunkt nochmal drauf. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder drei Aufgaben zum Abgeben.
Und dann wollen wir mal gucken, wo wir uns als nächstes hinführen. Weil, wir machen nochmal kurz die Karte auf. Hier unten wäre ja das nächste Lager. Und ihr seht, ich muss bald wieder zum Auktionshaus. Meine Waffen sind fast ausgelevelt. Dementsprechend habe ich eigentlich gut EP gemacht. Den Ruhestein bzw. den EP-Block werde ich übrigens mit Stufe 73 maximal, wieder drin lassen. Weil dann habe ich noch genug Möglichkeiten, um im großen Fluss weiter zu questen. Wir suchen uns natürlich wieder das aus, was uns am meisten Silber in die Tasche springt. Also mal wieder eine schwere Rüstung. Und wir sind 79 geworden, haben wieder einen Klassenpunkt gekriegt und 200 Schicksalspunkte. Mit den Schicksalspunkten könnt ihr ja wieder Sachen anstellen. Jetzt muss ich die erstmal wieder suchen. Waren das hier? Ja, hier unten. Vorteile. Wie ihr sehen könnt, ich habe 131.344. Also ich habe so ein paar Schicksalspunkte gemacht. Farmen könnt ihr die Dinger übrigens, wenn ich richtig informiert bin. Da muss ich mich jetzt ganz weit ausholen, das weiß ich nämlich nicht mehr. Früher hat man sie im PvP als Monster erspielt. Für den Account. Ich weiß es aber nicht mehr, wie es heute ist. Ich könnte ja mal so ein kleines Special machen im PvP. Wenn ihr mal ein bisschen Monsterspiel sehen wollt, schreibt mir doch mal an. Beziehungsweise schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich habe da nämlich schon vorbereiteten Charakter aus meiner Anfangszeit, weil ich bin ja eigentlich auf Gwainia damals angefangen, weil der Server neu war und ich mir ein Monster hochgespielt habe, in diesem Fall wäre es ein Schnitter. Mit dem habe ich schon alle Karten damals freigespielt, ich habe einiges an Quests gemacht, was mir auch meine Schicksalspunkte erklärt und irgendwann habe ich dann mal Kati weitergespielt und dann hatte ich meine große Pause. Und inzwischen hat sich einiges getan. Und ich hätte ehrlich gesagt auch mal wieder Lust, ins PvP zu gehen. Geringste Sorge sein werden. Viele böse Dinge lauern in den Schatten. Ich fürchte, dass Wölfe unsere geringste Sorge sein werden. So, kommen wir jetzt zu den nächsten drei neuen Quests. Wir brauchen Unholde im Knochental besiegen. Das machen wir schon die ganze Zeit. Allein hier vorne steht schon der erste Unhold. Dann müssen wir mit jemandem in Howl in Echard Niglannik sprechen. Das sieht mir eher so aus wie das Lager, wo ich gerade von gesprochen habe, dass wir da hin müssen. Und wir müssen drei Hügelgräber untersuchen. Das kriegen wir wohl auch noch hin. Ich bin jetzt gerade überlegen, was wir wohl am schnellsten hinkriegen. Die Hügelgräber untersuchen oder die Unholde erschlagen. Aber ich tippe mal eher darauf, dass wir als erstes die Unholde zusammenkriegen, bevor wir die drei Öffnungen zusammengekriegt haben. Wobei die Öffnungen sind jetzt hier vorne in diesem Canyon. Das könnte natürlich auch sein, dass wir uns eher noch durch die Krieger durchhacken müssen. Statt durch die Unholde. Aber die Unholde liegen ja auf dem Weg. Wie ihr sehen könnt, das Hügelgrab ist noch ungeöffnet. Das ist gut für uns. Da gucken wir jetzt mal weiter. Hier haben wir dann gleich das zweite Hügelgrab. Wobei, das ist ein geöffnetes Hügelgrab. Dann hätten sie den Stein von der Animation rausnehmen müssen, finde ich. Dann hätten sie da ein schwarzes Loch reinmachen müssen, statt ein geschlossenes Hügelgrab als geöffnetes darzustellen. Würde ich sagen, schlecht umgesetzt. Ah, schade, das war jetzt ein verschwendeter Blitzschlag. Ich hatte eigentlich gehofft, beide zu erwischen, aber nein, es war nur einer. Aber das ist nicht so wild. Ah, ich hab's befürchtet, ich muss nochmal zu ihm zurückreiten. Für wahrscheinlich für beide Aufgaben. Und das unterste Lager. Das soll ich wohl schaffen.
Aber als nächstes hole ich mir erstmal die Truhe, die hier vorne ist. Hier ja keine Gegner sind in diesem Lager. Nehme ich die Dunan-Texte natürlich gerne mit. Weil uns die Dunan-Texte natürlich auch nachher einen kleinen Vorteil gewähren werden. Wenn wir wieder ein bisschen Handwerk machen und ich wieder meine... sag eben schnell... meine Abzeichen damit herstelle. Die Abzeichen verwandle ich ja dann nachher in Scherben und mit den Scherben kann ich dann wieder meine Münzen eintauschen. Aber so weit sind wir noch nicht, weil das ist erst 105er Bereich. So. Ausgezehrt oder Auferstehung der Vorfahren abgeschlossen. Wieder das, was am meisten Geld gibt. Das sieht bis jetzt nach dem Bogen aus. 626 zu Bogen oder Wurfspeer? Ich nehme den Bogen. Und Ruhestätte. So, und damit geht's jetzt in das südliche Lager. Womit wir dann natürlich hier für das Knochental, Zwinker, Zwinker, auch unsere Reiterroute endlich kriegen. Das heißt, ich kann dann von Bree aus nach Galtreff und von Galtreff dann ins Knochental reiten, was mir die Sache natürlich auch wieder einfacher macht, nachher am Fest teilzunehmen. Oder nebenbei andersweitig was zu machen. Ich habe ja noch einiges auf meinem Zettel hier liegen. Ich habe mir jetzt eher endlich einen Zettel gemacht mit dem, was ich noch auf der Liste habe. Ich versuche auf jeden Fall noch jetzt die Tage die Instanz hinzukriegen, damit ich euch da in der Hinsicht nicht doch die ganze Zeit warten lasse. Weil ich möchte euch gerne noch die Instanz in Angmar zeigen. Also jetzt nicht Karandum und auch nicht Urogat, sondern Barad Guldur. Guldur? Guldaran? Ach, jetzt muss ich gucken. Barad Guldaran. Ja, weil da ist jetzt drauf zu achten, es gibt nämlich auch einen Barad Guldur. Das ist die 65er im Düsterwald. Und nachher noch eine... Ich glaube, die war in Mordor. Ist aber nicht so wild. Ach, verdammt, wo reite ich eigentlich hin? Eigentlich müsste ich mich hier durchkämpfen. Weil der Reiterpunkt ist ein bisschen versteckt. Hier. Wie ihr sehen könnt, hier müssen wir hoch. Etwas versteckt das Lager im Knochental. Aber ist natürlich auch vorteilhaft. Wie kann ich euch so, wie ihr sehen könnt, Galtreff. Haradrumirm. Also wir haben jetzt einige Schnellreisen hier wieder freigeschaltet. Ah, können wir dann hier auch gleich noch verkaufen. Aber erstmal machen wir hier unsere Quests weiter. Was haben wir hier? 5 Silber, 2 Silber oder 6 Silber? Natürlich 6 Silber. Und ich hab's befürchtet. Einmal neu schmieden, bitte. Werde ich zwar ein bisschen EP verbüßbaddeln, aber... Ich habe ja zum Glück ein Item, was ich hier auf Lager habe. Dementsprechend ist das nicht das Problem, dass ich zumindest für ein Item noch ein bisschen weiter questen kann. Und brauchen tun wir von den Sachen sowieso nichts. So, dann zerlegen wir jetzt erstmal noch schnell eins. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Wie ihr sehen könnt, gerade, ups, ganzes Inventar vollgekriegt. Das 5er Buch zerlegt, da können wir das Buch einfügen und dann kriegen wir wenigstens darauf noch EP. Dann auch jetzt eben doch nochmal schnell verkaufen. Das ist ja der große Vorteil. Das, was wir gerade gekriegt haben, müsste eigentlich hier noch blinken. Tut's aber leider nicht, weil ich gerade das Inventar aufgemacht habe. Ich tröf. Macht aber trotzdem nichts. Wir haben jetzt 3 Plätze geschaffen. Und dann würden wir mal sagen, nehmen wir hier die Quest wieder an. Die alte Frau des Berges sagt, eine Solo-Instanz. Vermisste Person. Das ist doch noch hervorragend. Das nehmen wir mit. Viele wurden in letzter Zeit von den Divelik gefangen genommen. Ich fürchte, unsere Verbündeten wird ein grausames Schicksal ereilen, wenn sie nicht schnell genug gefunden und gerettet werden. Deflick heißen die Jungs also. Na, jetzt weiß ich wenigstens, wie die Jungs ausgesprochen werden.
wollte gerade sagen, wieso habe ich denn jetzt schon wieder ein Level ab? Aber das geht ja mit neuen Waffen relativ zügig. Wenn alles gut geht, haben wir, wenn wir die Instanz hier abgeschlossen haben, schon die nächste Waffe auf Level 10. Aber allgemein ist es ja für uns für Level 60 relativ schwierig, passende Waffen für unseren Bereich zu finden. Vor allen Dingen im Auktionshaus, da kriegt ihr ja gar nichts. Derzeit ist ja 100, 105, 115. Das sind ja so jetzt gerade die Cap-Grenzen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon so richtig darauf, mit euch hier weiter zu questen. Wobei, ich werde wahrscheinlich ein Gebiet komplett auslassen zum Questen. Nämlich, jetzt lasst mich eben kurz gucken, das ist hier gleich nebenan eigentlich. Wenn wir nämlich hier sind, nämlich die Widdermark. Die Widdermark ist so ein großes Gebiet. Und die habe ich auch mit Kathi, ehrlich gesagt, nicht gemacht. Da weiß ich noch nicht. Na gut, damals hat mich aber auch die Sippe gedrängt. Von wegen, überspring doch das ganze Gebiet und komm endlich in unser Gebiet. Mach mit 105 weiter. Damals war das Cap 105 nämlich. Und im 105er Bereich, kann ich euch auch nochmal eben zeigen, 105 ist... Na, nicht nach Rohan, wir müssen nach Gondor. West-Gondor, Zentral-Gondor, Ost-Gondor, Osgiliath, Minas Tirith. Das ist alles 105er Gebiet. Dementsprechend... Wir sind für eure Hilfe dankbar. Könnte das sehr interessant werden. Es wird natürlich aber nicht heißen, dass ich mit 105 dann stehen bleibe. Ah, wo ist denn jetzt der Kerl, den ich noch besiegen muss? Dackeln wir nochmal den Felsen hier hoch. Ah, da ist er. Ein Level 64 Signatur. Na gut, mit dem wischen wir eben den Boden auf. Und tschüss. So, da ist jetzt auch Howl gekommen. Oder Howl. Gucken wir mal ganz kurz. Ich danke euch. Na gut, weiter geht's. Wir haben noch einiges im Knochental zu erledigen. Und das möchte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. 5 Silber, 2 Silber und 6 Silber. Diesmal ist es eine leichte Rüstung, die am meisten was bringt. Okay. Und Level 10. Ich hab's doch gesagt. Mit der Instanz schließen wir einmal das Buch auf Level 10 ab. Einmal neu schmieden. Passt. So. Quests, Quests, Quests da hinten. Unser Waldläuferfreund gibt uns wieder Aufgaben. Bleibt einen Moment und sprecht mit mir. Wir müssen 8 Divlingen getöten und 3 Siegel sammeln. Na, das ist ja jetzt keine große Questaufgabe hier. Aber ich guck mal eben ganz schnell. Oh. Keine Schrift der Rufbeschleunigung. Wo haben wir die denn gefunden? Da ist es nämlich, was ich befürchtet habe. Ich habe nämlich wieder eine Nachricht übersehen. Und mit dieser Nachricht werden wir wahrscheinlich wieder neue Questaufgaben freischalten. Oder auch nicht. Aber wir haben sie abgegeben. Das ist auch schon mal was wert. So, weiter geht's. Wir gucken. Na gut, die Jungs sind alle hier einfach nur den Berg hoch. Ich muss mich jetzt hier auch ein bisschen sputen, wie ihr sehen könnt. Wir haben nämlich Abenddämmerung. Und ich möchte hier ehrlich gesagt keine Aufnahme im Dunkeln haben.
Ich werde jetzt nachher die Waffen in aller Ruhe zerlegen. Wenn ich jetzt hier mit der Aufnahme durch bin, bin ich also nochmal ganz kurz in Galtreff. Guck im Auktionshaus, ob ich noch ein paar neue Waffen der Stufe 65 bis 70 kriege. Und dann sehen wir mal weiter. Übrigens, mit den Erkundungstaten hier im Knochental. Ihr kommt eigentlich automatisch an alle Gegenden vorbei, die ihr im Knochental erkunden müsst. Und ansonsten, Knochental ist noch sehr aktuell. Also da findet ihr beispielsweise die Koordinaten beim Widerstand. Wenn ihr euch die Liste dort mal anschaut. Aber eigentlich ist die nicht nötig, da wir ja im Knochental eigentlich immer gut vorankommen. Eigentlich müssen wir jetzt irgendwie auf diesen Berg da hoch. Ich glaube, ja, hier vorne ist ein Durchgang. Da hängen leider ein paar Untote. Wobei leider ist auch wieder gut gesagt. Die Untoten brauchen wir auch noch fürs BDT. Dementsprechend ist das eigentlich soweit hervorragend. Seht ihr da vorne, was wir da haben? Da haben wir ein Dorf. Und da dürften wir dann noch ein paar mehr finden. Meine Güte, hier sind ja nur Untote. Aber eigentlich müssten wir hier Lebende finden. Komm, Edmi, du lenkst die mal ab. Ich hole mir die Truhe. Aber ich bin auch gerade richtig froh, dass wir hier genug Dunland-Klamotten finden. Und jetzt reicht's mir. Ah, da vorne ist doch was Lebendes. Weil da müssen wir ja A noch leveln und B kann man davon nie genug haben. Auch von den anderen Siegeln kann man nie genug haben. Da brauche ich auch noch ein paar. Da wir ja immer noch im Handwerk weiter steigen, beziehungsweise ich die Klamotten fürs Handwerk brauche. Und ich bin allmählich relativ froh, dass ich auch das Handwerk genommen habe mit dem Gelehrten. Auch wenn ich jetzt gerade ja komplett ohne Schutz rumlaufe. Ich habe keine Kampfkunden aktiv, keine Schutzkunden. Ich habe keine von den regulären Buffs online. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Spätestens in der nächsten Folge, weil ich werde jetzt ein bisschen durchackern, weil wenn ihr ja diese Folge heute am Sonntag zu sehen kriegt, sind wir ja eigentlich mitten in der Herr der Ringe-Aufnahme. In der Life is Feudal-Aufnahme. Und da kann ich euch auch schon eine Neuigkeit zu sagen. Direkt für Montag. Wir haben einen neuen Server und eine neue IP. Steht bereits alles unten in den Videobeschreibungen, den aktuellsten Folgen. Dementsprechend, findet uns dann einfach. Wenn ihr mitspielen wollt. Autsch. Na toll, ich bin mal wieder fast ganz bis in den Norden des Knochentals gelaufen. Und das heißt, jetzt muss ich erstmal wieder ganz bis in den Süden. Und ich renne natürlich durch sämtliche Bogenschützen. Ja, super. Jetzt hat Edmi den falschen Unhold angegriffen, weil er noch auf einem resetteten Fest fixiert war. Das natürlich auch nicht so unbedingt so pralle ist.
Aber ihr seht, ich kriege hier genug Essenzen, zerbrochene Metallkeulen. Das sind ja alles wieder Klamotten, die ich heute nach der Aufnahme in Galtreff an den Tagesaufgaben abgeben werde. Damit wir in der Hinsicht auch mal wieder ein bisschen weiterkommen. Das ist ja auch legendäre EP, die ich kriege. Und diesbezüglich möchte ich die auch gerne mitnehmen. Ich habe so das Gefühl, ich habe mich hier jetzt gerade komplett verritten. So, hier bin ich aber doch richtig. Wie gesagt, das Knochenteil ist ein bisschen schwer zu finden. Von den Quests. Aber ich würde mal sagen, wir schon mal unseren kleinen Screenshot. So, jetzt gehen wir aber erstmal blutige Nasen ab. Wir sind für eure Hilfe dankbar. Und schon haben wir zwei neue Aufgaben. Was machst du denn hier? Und zwar, was haben wir hier Feines? Besiegt Unholde im Knochenbruch. Das ist ein zu entdeckender Bereich. Und Ruhe finden. Versiegelt geöffnete Hügelgräber. Ein Blick auf die Uhr sagt mir aber, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen reite ich eben nach Galtreff. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Geh damit dann eben ans schwarze Brett. Und dann hatte ich euch ja noch gesagt, dass wir heute ja auch noch mal kurz zum Fest gucken möchten oder wollen, damit ich euch mal zeigen kann, was ihr für diese Sondermünzen eintauschen könnt. Weil der Händler steht zwar nicht unbedingt versteckt, aber den kann man leicht übersehen. So, jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich mich erstmal eben ganz kurz orientieren. Hier war das schwarze Brett. Ich glaube, das war jetzt 10-mal hin und her rennen gleich. So, was haben wir denn hier Feines? Gefleckte Ohren. Haben wir keine Aufgabe. Tierhäute. Haben wir auch keine. Etwas schlecht jetzt. Die Schwerter müssten wir ja haben. Und die Streitkolben haben wir auch. Also wir können 3 von 4 Aufgaben abschließen. Der Händler dafür ist hier oben. Dementsprechend können wir oder brauchen wir nicht immer hin und her rennen. Der Urgwirot möchte, dass wir Duvodiat willkommen heißen. Seid gegrüßt. Werdet ihr hier lange verweilen? Der Urgwirot möchte, dass wir Duvodiat willkommen heißen. Das heißt, das geht jetzt relativ zügig. Wir geben jeweils 3-mal die Aufgabe ab und eine das 4. Mal. Damit brauchen wir auf jeden Fall schon mal ein paar der kleineren Aufgaben. Ihr seid hier willkommen, solange ihr uns keinen Ärger bereitet. Ihr seid hier und ihr seht, das gibt eigentlich auch auf eine einzelne Waffe sehr gut EP, weil die EP teilt sich derzeit ja nicht auf. Noch nie gesehen. Da die anderen Sachen ja soweit ausgelevelt sind. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich auch nochmal eine Pause machen, wenn wir am Platz waren. Werde nochmal kurz in Bre einkaufen, werde mich dann wieder ins Knochenteil begeben und von dort aus machen wir dann die nächste Aufnahme. Sprich, ich habe so eine kleine Pause von vielleicht einer halben Stunde. Noch nie gesehen. Der Urgwirot möchte, dass wir Duvodiat willkommen heißen. So, hier könnt ihr sehen, tägliche Aufgaben 9 von 10 und 10 von 10. Werdet ihr hier lange verweilen? Dann geht's jetzt nach Bre. Und wenn wir vor Bre sind, geht's dann weiter zum Fest. Dann haben wir natürlich auch noch das silberne Geschenk. Universelle Tinkturen. Jetzt ist die Frage, ob wir dafür Kraft oder Moral gekriegt haben.
Da gibt es ja zwei unterschiedliche. Universelle Kraft haben wir gekriegt. So, das Besondere, hier im Bree gibt es ausnahmsweise mal ein Pferd, was uns direkt zum Festbaum ins Auenland bringt. Also nochmal vom Bree jetzt ins Auenland. Müssen wir nicht extra erst nach Michelbinge reiten und von Michelbinge nach Hobbingen und vom Hobbingen dann hochlaufen, sondern wir kommen direkt am Festbaum an. Was auch nicht gerade das Verkehrteste ist. Wenn wir natürlich nicht immer diese langen Ladezeiten heute hätten. So, ihr seht, wir haben nicht mehr viele Quests hier offen. Zwei Stück. Einmal Tanzlehrer und einmal Biergenossenschaft. Uns interessiert eigentlich mehr der Vergnügungshändler. Oh, ist das hier gerade am Ruckeln? Hier findet ihr die normalen Händler. Feuerwerk, Festbelohnung, Quartiermeister. Unser Händler, den wir brauchen, der steht hier an der Seite, wo die ganzen Leute ihren Schabernack betreiben, nämlich den Sommerfest-Münzhändler. Wie ihr sehen könnt, wir brauchen 110 Münzen, haben jetzt 80. Das heißt, wir tauschen uns heute erstmal das Ross ein. Dann würde ich sagen, tauschen wir die Faun ein. Nee, Picknickpony. Dann die Faun. Und das heißt, uns fehlt jetzt noch die Regenwolke, das kriegen wir morgen zusammen. Und die Picknickdecke, die brauchen wir nicht unbedingt. So, dann werde ich mich jetzt erstmal hier wieder ein bisschen abseits begnügen. Beziehungsweise ich werde mich jetzt eben wieder hier wegporten, da wir alles ertauscht haben, was wir brauchen. Halt, wo wir gerade hier sind. Das Allerwichtigste beim Quartiermeister. Upsala, beim... Wo ist er? Festbelohnung, da ist er. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Etwas weiter nach hinten. Wo wir gerade dann hier sind, können wir mal eben schnell das Pferd eintauschen für 40 Münzen. Dann haben wir noch Schabracken für das Schlachtross. Da wir aber noch kein Schlachtross haben, ist das dieses Mal nicht so schlimm. Das andere Ross hatten wir bereits und die anderen Rösser hier sind Mithril-Rösser. Und ansonsten haben wir hier nur noch Farben, die wir eintauschen könnten, Sternenkristalle, also das Übliche. Aber dadurch, dass ich das halbe Fest verpasst habe, habe ich halt ein bisschen Pech gehabt. So, ich werde mich jetzt darum kümmern, dass wir unsere Waffen ausgelevelt kriegen. Und neue Waffen reinkriegen. Ich mache noch mal ein bisschen das Inventar leer. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Herr der Ringe wieder. Wenn wir im Knochental weiter questen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abonnement. Würde ich mich darüber freuen. Und bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Bis morgen. Tschüss.